Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Diagnose Wissen des Klinikums in Görlitz. Unser Herz schlägt, wenn wir gesund sind, so ungefähr 60 bis 80 Mal in der Minute und pumpt so ungefähr 70 Milliliter Blut in den Kreislauf. Auf diese Weise fließen täglich fast 10.000 Liter durch unseren Körper und versorgen unsere Organe mit Sauerstoff. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Das Herz kann das aber nur schaffen mit der Unterstützung von allen Gefäßen im Körper, in den großen und kleinen, denn die transportieren das Blut. Und wenn die Gefäße krank werden, dann kann es brenzlig werden, sogar manchmal lebensgefährlich. Wir haben heute zu Gast Frau Dr. Daniela Zeller. Sie ist Gefäßexpertin und Oberärztin in unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Zeller. Hallo. Frau Dr. Zeller, haben Sie heute schon operiert? Ja, tatsächlich kam ich jetzt gerade aus dem OP-Saal und wir haben heute schon operiert. Das ist immer ganz schwierig, Sie zu erwischen, weil gefühlt, wenn ich versuche, aus der Gefäß- und Allgemeinchirurgie jemanden zu erreichen, sind die immer im OP. Gibt es denn so viele Gefäßerkrankungen zu operieren oder anders gefragt, müssen denn alle Gefäßerkrankungen operativ behandelt werden? Nein, es müssen nicht alle Gefäßerkrankungen operativ behandelt werden. Ja, bevor wir hier aber genauer ins Detail gehen, vielleicht zuvor erstmal die Frage, was gibt es denn eigentlich für Gefäßerkrankungen? Bei den Gefäßerkrankungen unterscheiden wir die akuten von den chronischen Gefäßerkrankungen. Bei den akuten Gefäßerkrankungen liegt ein plötzliches Ereignis vor. Die Patienten schildern plötzlich Schmerzen im Bein, eine plötzliche Kühle im Bein. Sie schildern Missempfindungen, das Bein ist weiß. Und das führt in der Regel dazu, dass die Patienten über den Rettungsdienst bei uns in der Notaufnahme vorgestellt werden. Okay, dann kommt jetzt so ein Patient mit Missempfindungen im Bein, wird vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Und was genau passiert dann hier im Krankenhaus? Wie läuft das ab? Die Erstaufnahme erfolgt durch eine Schwester der Notaufnahme, die ihn entgegennimmt, erhebt die Vitalparameter, Blutdruck, Puls, die Temperatur und ruft den diensthabenden Chirurgen. Der kommt zum Patienten, unterhält sich mit dem Patienten und erhebt die Anamnese. Ganz zügig widmet er sich dann dem lokalen Befund, also er schaut sich die Beine an und als nächstes prüft er den Puls an den Beinen. Besteht dort der Verdacht, dass eine akute Durchblutungsstörung vorliegt, wird eine schnelle Diagnostik eingeleitet. Dazu gehört eine CT-Untersuchung der Bauch- und Beinarterien. Es wird ein EKG geschrieben. Hier kann man schon mal sehen, ob der Patient Rhythmusstörung hat, die eine Ursache für solche akute Durchblutungsstörung sind. Und dann wird der Patient notfallmäßig für den OP-Saal vorbereitet, um schnellstmöglich ihn zu operieren und das Bein wieder an die Blutversorgung anzuschließen. Das klingt also wirklich schon so, dass dort wahrscheinlich jede Minute zählt. Was kann denn am schlimmsten passieren, wenn man da nicht rechtzeitig oder wenn Spezialisten wie Sie dort nicht rechtzeitig eingreifen? Das ist richtig. Bei solchen akuten Durchblutungsstörungen hat man nicht viel Zeit. Wird die Peripherie, also der Fuß, nicht ausreichend durchblutet, kann es zum Absterben der Muskulatur und zur Schädigung der Nerven kommen, was im Nachhinein trotz Operation schwerwiegende Folgeschäden sind, die der Patient dann zu tragen hat. Und nicht immer gelingt es, wenn der Patient zu spät kommt, das Bein wieder an die Blutversorgung anzuschließen. Das heißt also, an die Blutversorgung anschließen, wenn Sie praktisch dort operieren, dann ist es schon, ich stelle mir das sehr schwierig und kleinteilig vor, die kleinen Gefäße miteinander irgendwie wieder in Gang zu bringen, zu verbinden, sodass der Blutfluss wieder funktioniert. Das ist bestimmt eine große Herausforderung manchmal, oder? Das kann nicht einfach sein, da man hier unterschiedliche Verfahren anwendet. Das geht los von einfachen Manövern, wo man den verschließenden Thrombus im Gefäß entfernt und kann
bis zu weitreichenden Bypass-Operationen reichen. Thrombus ist der Verschluss, ne? Sodass das Gefäß irgendwie verschlossen ist. Wie lange dauert so eine Operation? Da muss man ganz lapidar sagen, eine Operation dauert so lange, bis sie fertig ist. Das heißt, wir geben den Patienten, können wir sagen, das kann in einer Stunde zu Ende sein, die Operation. Das kann aber auch mal 4-5 Stunden dauern. Und das kann auch dazu führen, dass der Patient, der dann postoperativ in unserem Aufwachraum die nächsten 12 Stunden überwacht wird, dass er auch aus dem Aufwachraum nochmal kurzfristig in den OP-Saal zurückverlegt werden muss, wenn es zu einer Verschlechterung des Lokalbefunds kommt oder wenn etwas nachblutet. Also die ständige Überwachung ist ja dann auch enorm wichtig und da sind ja mehrere auch Bereiche, denke ich, dran beteiligt. Da arbeiten wir sehr eng mit der Anästhesie zusammen. Die Anästhesie, die natürlich die Narkose beim Patienten durchführt, aber auch im Nachhinein beobachtet der Anästhesist und die Anästhesie-Schwestern den Patienten im Aufwachraum. Kontrollieren dann die Werte? Sie kontrollieren die Werte, sie kontrollieren den Lokalbefund und sollte dort irgendwas auffällig sein, dann wird sofort wieder der Chirurg gerufen. Wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht auch für unsere Hörer, wie groß ist so eine Ader? Eine kleine Ader, die Sie dann vielleicht dort, oder Blutgefäß, die Sie dort operieren? Wir operieren an der Bauchschlagader. Die Bauchschlagader ist in der Regel, wenn sie nicht erweitert ist, etwa 1,5 cm im Durchmesser. Aber die kleinsten Gefäße, wenn man jetzt die Unterschenkelgefäße sieht, die sind nur wenige Millimeter im Durchmesser. Der Gefäßbaum verzweigt sich zur Peripherie und wird immer kleiner. Und je kleiner das Gefäß wird, desto schwieriger ist die Operation. Hat man da nicht manchmal irgendwie Angst, dass das vielleicht irgendwie nicht klappt? Man hat nicht Angst, aber man hat manchmal Bedenken. Und man kann nur das Beste geben und das versuchen wir bei jedem Patienten in einem individuellen Therapiekonzept umzusetzen. Wir hatten jetzt die akuten Erkrankungen, haben auch gerade die Bauchschlagader angesprochen. Ich erinnere mich an den Begriff Aortenscreening, wo man halt gucken kann, ob da eine Gefahr besteht oder nicht. Das führen Sie ja hier auch manchmal so an Tagen der offenen Tür durch. Aber es gibt ja noch, also neben den akuten, auch die chronischen Erkrankungen der Gefäße. Was gehört dort dazu? Diese Patienten sind an und für sich das Hauptklientel unserer Patienten. Die haben in der Regel schon Beschwerden, wenn man jetzt von den arteriosklerotischen Erkrankungen ausgeht, im Sinne einer Schaufensterkrankheit. Sie geben eine Claudicatio, eine Einschränkung einer schmerzfreien Gehstrecke nach einem bestimmten Intervall an. Und je nachdem, wie ausgeprägt die arteriosklerotische Erkrankung vorliegt, peripher-arterielle Verschlusskrankheit, sagen wir dazu, desto kürzer wird die Gehstrecke oder es treten dann sogar Ruheschmerzen ein oder die Patienten haben Wunden an den Füßen, die nicht heilen oder sie haben sogar schon absterbende Gliedmaßen. Ist es so, dass je eher man das als Patient merkt und je eher man medizinische Hilfe sucht, desto eher dort auch geholfen werden kann? Oder ist das etwas, was man nicht aufhalten kann? Der arteriosklerotische Prozess ist ein Alterungsprozess. Den kann man sicher nicht aufhalten, aber wenn man frühzeitig den Prozess erkennt und wenn man frühzeitig Risikofaktoren eliminiert, behandelt, dann kann man den Prozess verzögern. Welche sind denn Risikofaktoren für solche Erkrankungen? Risikofaktoren für die arterielle Verschlusskrankheit ist der Genuss von Nikotin, eine unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, Übergewicht. Und die kann man, wenn es zur Veränderung der Gehstrecke kommt und man diagnostiziert eine arterielle Verschlusskrankheit, den kann man gegensteuern, indem man nicht raucht, indem man sich mediterran ernährt, indem der Fettstoffspiegel gesenkt wird, zum Teil medikamentös, indem man vielleicht angeleitetes Gehtraining oder ein selbstständiges Gehtraining auch mit medikamentöser Unterstützung durchführt. So kann man den Risikofaktoren entgegensteuern.
Auch Diabetes ist ja bekanntlich ein Risiko für Gefäßerkrankungen. Da hat der ein oder andere sicherlich schon mal den Begriff diabetischer Fuß gehört. Was hat es denn damit auf sich? Das Schwierige beim Diabetes ist, dass beim Diabetes nicht nur die großen Gefäße betroffen sind, sondern auch die kleinen und kleinsten Gefäße und dass eine verminderte Durchblutung durch die kleinen Gefäße zu Schädigung der Nerven führt. Das heißt, die Patienten sind gefäßkrank und merken das gar nicht richtig. Spüren einfach nicht, ob sie sich wehgetan haben und spüren einfach nicht, ob sie sich irgendwie geschnitten haben am Fuß oder ob ein Knochen verletzt ist. Das spüren die nicht, weil die kleinen Gefäße auch betroffen sind. Richtig, die spüren das nicht, die Verletzung, die eingetreten ist. Und die Verletzung, die eingetreten ist, heilt auch schlechter ab, da ja die Durchblutung eingeschränkt ist. Zudem kommt hinzu, dass jeglicher Druck auf den Fuß zum Beispiel durch schlechtes Schuhwerk zu Druckgeschwüren führt. Und da gibt es einen typischen Begriff für solche Druckgeschwüre, die sehr häufig auch im Bereich der Fußsohle eintreten, das sogenannte Malum perforans. Das heißt übersetzt durchbohrendes Übel, ein kleines Druckgeschwür führt zu einer Infektion des Weichgewebes und kann sich bis an den Knochen durchfressen. Dort kann es zu schwersten Knochenentzündungen führen. Und treten und liegen solche Knochenentzündungen vor, dann kann man letztendlich wirklich nur noch amputieren. Ist es denn spürbar oder zeigen auch Zahlen in Deutschland, dass die Erkrankung diabetischer Fuß oder Diabetes dann im Zusammenhang auch zunimmt? Die Menschen in Deutschland werden von Jahr zu Jahr älter und damit nimmt auch eine Wohlstandskrankheit, der Diabetes mellitus, zu. Das Problem bei den Diabetespatienten ist, dass sich das Risiko einer schweren Gefäßerkrankung potenziert, wenn zu den Diabetesfaktoren noch die atherosklerotischen Risikofaktoren dazukommen und auch ein langjährig schlecht eingestellter Diabetes unterstützt ein schweres Gefäßleiden. Sind denn eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer von Gefäßerkrankungen betroffen? Wenn man die atherosklerotischen und diabetischen Gefäßerkrankungen sieht, dann sind wohl häufiger Männer betroffen als Frauen. Es gibt aber auch noch andere Gefäßerkrankungen, bei denen deutlich mehr Frauen als Männer betroffen sind. Wenn ich da an die Venenerkrankungen denke, die zählen ja auch zu unserem gefäßchirurgischen Spektrum. Können Krampfaderleiden eigentlich auch gefährlich sein? Oder ist das eher, ich stelle mir gerade, das ist eher im ästhetischen Bereich vor, oh, ich habe Krampfadern, kann ich mir die mal wegmachen lassen? Das Krampfaderleiden kann eine ernsthafte Erkrankung werden. Rein kosmetisch-ästhetisch werden wir nicht tätig. Wir werden tätig beim Krampfaderleiden, wenn es auch hier zur Ausbildung von Wunden im Bereich des Unterschenkels kommt. Das ist bedingt auch durch eine letztendlich Durchblutungsstörung, die aber bedingt ist durch eine Stauung, durch eine venöse Stauung des Unterschenkels. Wenn man jetzt operativ oder konservativ, wahrscheinlich eher dann operativ Gefäßerkrankungen behandelt hat und dann ist denn damit nach der Operation alles erledigt, ist das dann gut oder braucht es eine spezielle Nachsorge für die Patienten bei Ihnen? Jeder Patient, der bei uns entlassen wird, wird in eine Nachsorge entlassen. Und es gibt verschiedene Nachsorgen. Die Patienten werden ambulant durch Angiologen betreut. Hier arbeiten wir eng mit den beiden in Görlitz ansässigen Angiologen zusammen. Die behalten das Gefäßsystem in ihrer Kontrolle. Haben die Patienten aber Wunden, die durch die erfolgte Verbesserung der Durchblutung auch besser heilen sollten, so werden die Patienten in ein ambulantes Wundmanagement entlassen.
und wir kontrollieren die Patienten über unsere gefäßchirurgische Sprechstunde in Intervallen nach. Ganz am Anfang von unserem Gespräch sagten Sie, dass Sie bei einer Operation Gefäße oder Gefäßverschlüsse öffnen. Wie genau macht man das? Also wie kriege ich denn so einen Gefäßverschluss im Operationssaal repariert? Wenn wir die Diagnose des Gefäßverschlusses gestellt haben, haben wir verschiedene Möglichkeiten, um den Gefäßverschluss wieder zu öffnen. Je nachdem, ob es sich um einen einfachen Gefäßverschluss handelt oder um einen komplexen Gefäßverschluss, haben wir die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit unseren Radiologen das Gefäß interventionell, minimalinvasiv wieder zu eröffnen. Das heißt, in diesem Falle würde man über eine Punktion des Gefäßes und über das Einführen von Kathetern, eventuell mit thrombusauflösenden Medikamenten, eine Wiedereröffnung herbeiführen oder aber bei einfachen Läsionen mithilfe von Ballonkathetern und Stents eine Wiedereröffnung erzielen. Handelt es sich jedoch um komplexere Läsionen, insbesondere um Verschlüsse, die mehrere Etagen des Gefäßsystems betreffen. Mehrere Etagen, das heißt, sind Beckengefäße betroffen und Oberschenkelgefäße oder auch Unterschenkelgefäße, dann werden diese Patienten primär chirurgisch behandelt. Über einen Schnitt in der Leiste suchen wir uns das Blutgefäß auf und haben jetzt über die Leistenregion die Möglichkeit, sowohl Gefäßverschlüsse im Beckenbereich als auch im Oberschenkel-Unterschenkelbereich zu behandeln. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, Ballonkatheter und Stents einzubringen und so eine Wiederöffnung des Gefäßes zu erzielen. Gelingt das nicht, kann dann unter OP-Saalbedingungen ein Bypass implantiert werden. Unser OP-Saal bietet uns mit unserer modernen Angiographie-Einheit die Möglichkeit, die minimale Komponente der Gefäßversorgung mit offenen Verfahren zu kombinieren. Ja, das war ja ein sehr intensiver Einblick an kleine Gefäße im Körper des Menschen. Ich habe für mich jetzt mitgenommen, dass es durchaus die kleinen Gefäße, wenn sie krank sind, auch höchst gefährlich sein können oder werden können, lebensgefährlich. Und andererseits aber, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dort zu helfen, die auch hier im Klinikum zur Verfügung stehen durch die Expertise, durch die Gefäßchirurgen selbst, die viel Erfahrung haben auf dem Gebiet und eben auch durch die vorhandenen Möglichkeiten, die Erkrankung zu erkennen und dann zu behandeln. Und, das haben Sie vorhin sehr schön gesagt, wenn man die Risikofaktoren kennt, was eine Rolle dabei spielt, dass man vielleicht daran erkrankt, dann kann man auch schon im Vorfeld ein bisschen was dafür tun, dass man nicht erkrankt. Ich weiß, dass Ihnen das Thema sehr, sehr wichtig ist, weil wir regelmäßig Veranstaltungen auch dazu machen, ein Screening der Aorta oder Vorträge zum Thema Gefäß. Vielleicht an Sie das gerichtet noch in ein letztes Wort. Was möchten Sie oder was würden Sie den Hörern da draußen sagen, wenn es darum geht, vielleicht ja, solche Erkrankungen zu verhindern oder also vielleicht ein kleiner Appell an die Bevölkerung? Aus Sicht einer Gefäßchirurgin, die wahrscheinlich schon auch an manchen Stellen nicht helfen konnte. Man kann nicht immer helfen. Aus diesem Grund kann ich jedem nur empfehlen, wenn er Probleme beim Laufen hat, wenn er Wunden hat, die nicht gut heilen, wenn schwere Geschwüre, Ulzerationen im Unterschenkelbereich vorliegen und vielleicht auch niemand mehr Aussicht auf Erfolg sieht, sich bei uns vorzustellen. Wir haben hier die Möglichkeit, durch unser Know-how des Klinikums uns das anzuschauen, Wege zu eröffnen, wie man das behandeln könnte, wie man es vielleicht besser behandeln könnte. Wir möchten als Gefäßchirurgen unsere Patienten laufen sehen und freuen uns darüber. Ja, das ist ein schöner Schlusssatz gewesen, dass Sie Ihre Patienten laufen sehen möchten. Wir hoffen,
und wünschen uns, dass sie vielleicht auch zu uns laufen. Am 25.09. haben wir einen Gefäßtag, den 5. Görlitzer Gefäßtag von 9 bis 12 Uhr. Mit Anmeldung kann man dort zu uns kommen. Wir haben unten auf der Homepage stehen, welche Telefonnummer man dafür anrufen kann, und freuen uns, Sie zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Zeller. Und dann denke ich, es geht direkt wieder in den OP. So sieht's aus. Wir werden sehen, was der Tag uns bringt. Dankeschön. Tschüss.